Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute ist Freitag, es gibt ein neues Video und heute habe ich für euch was absolut Leckeres mitgebracht. Heute arbeite ich mit einem Objektiv aus dem Hause Sigma, 135 mm 1,8 Art-Serie. Gut, das ist jetzt eine Brennweite, die nicht unbedingt jeder braucht, aber dieses Objektiv richtet auch nicht an die Masse der Fotografen, sondern an Fotografen mit bestimmten Vorstellungen, was sie machen wollen. Erstens die Frage, wer braucht diese Brennweite? Okay, also einige von euch haben wahrscheinlich ein Zoom-Objektiv 70 bis 200 mm, 2,8. Diese Objektive gibt es für Canon, für Nikon, für Sony und mit diesen Objektiven arbeiten sehr oft Hochzeitsfotografen. Warum? Weil wir haben schon einen Brennweitenbereich für Porträts, für Nahaufnahmen, Porträts ein bisschen entfernt, Close-ups oder entfernte Porträts, Ganzkörperaufnahmen und wir bekommen durchgehend 2,8 Blende. Das ist natürlich sehr schön, weil wir können die Person anfokussieren, Rest ist mit Bokeh, sieht einfach genial aus. Und diese Kategorie ist auch die Kategorie für solche Objektive. Gut, das ist jetzt natürlich eine Festbrennweite, wir können damit keine großen Sprünge im Telebereich machen, aber speziell für Personenfotografie, für Tierfotografie im Haushalt, ja, also da kann man dieses Objektiv sehr gut nutzen. Zum Beispiel, ich kann mit diesem Objektiv nicht in den Zoo gehen, weil ich weiß ganz genau, im Zoo, wo die Tiere vielleicht 10 Meter entfernt sind, ich kann damit keinen Gewinn machen. Ja, ich kann damit nicht so die Tiere nah ranholen, ich kann nur Tiere fotografieren, die sagen wir, okay, ein Hund, ich sage, Hund, Bello, setz dich mal 5 Meter entfernt, ich fotografiere dich. Das klappt mit diesem Objektiv wunderbar. Ja, gut, natürlich auch 70 bis 200 mm geht auch. Deshalb die Frage, muss ich so ein Objektiv kaufen oder muss ich so ein Objektiv nicht kaufen, wenn ich schon 70 bis 200 mm habe? Das ist eine berechtigte Frage, auch Frage des Geldes. Diese Objektive sind nicht ganz billig, die liegen im Bereich so 1300 Euro. Das ist natürlich jede Menge Geld und wenn wir das Objektiv nur selten nutzen, würde ich definitiv sagen, nein, wir brauchen das Objektiv nicht. Aber wer speziell kann dieses Objektiv gebrauchen? Olga, Micha und ich, wir sind jetzt gerade in Baden-Baden. Wir machen hier unsere Sommerakademie und wir haben zum Testen dieses Objektiv mitgenommen. Und ich muss sagen, wir sind schwer überrascht, wie geil die Abbildungsqualität ist. Und da sind wir schon bei dem Thema. Zoom-Objektive und Festbrennweiten-Objektive, die haben einen Unterschied. Das heißt, wir haben bessere Qualität und bessere Abbildungsleistung bei Festbrennweiten. Das ist unumstritten, das wissen wir alle. Aber Nachteil ist bei Festbrennweiten ist natürlich, ich würde jetzt nicht 10 Festbrennweiten mitschleppen, ich würde lieber 2 Zoom-Objektive mitnehmen. Das liegt natürlich auf der Hand. Also für Reise ist dieses Objektiv definitiv schlechte Wahl. Aber, und das kommt jetzt wirklich fett, ja, wenn wir hochwertige Fotos machen wollen, einfach gigantische Fotos mit schönem Bokeh machen wollen, dann kommen wir ohne solchen Objektiven wahrscheinlich nicht so einfach aus. Ja? Gut, das ist Jammern auf hohem Niveau. Man kann natürlich auch mit 24-70 2,8 oder 70-200 2,8 ähnliche Aufnahmen machen. Aber wenn wir diese Aufnahmen vergleichen, dann stellen wir fest, das hier ist natürlich die bessere Wahl. Wir haben mit diesem Objektiv fotografiert, zum Beispiel auf der Straße. Wir haben mit diesem Objektiv im Park fotografiert. Und dann sind wir in Baden-Baden einfach in Brenners Parkhotel reinmarschiert, haben uns in die Zigarrenlounge gesetzt und haben dort Fotos gemacht. Lichtverhältnisse sind dort nicht perfekt. Also das heißt, wir haben mit authentischem Licht zu tun, kommt aus dem Fenster und vielleicht ein paar Lämpchen, die da rumstehen. Also die liefern natürlich kein besonders gutes Licht. Und da kommt die Blende 1,8 zugute. Das heißt, wir können mit offener Blende fotografieren. Wir können zum Beispiel ein Foto von einer Person machen im schwachen Licht mit gerichteten Lichtquellen. Ich habe das schon gemacht, zum Beispiel mit meinen Leitra-Lämpchen. Ja, ihr kennt die Fotos, also die sehen gigantisch aus. Und genau da kommen diese Objektive ins Spiel.
Ihr seht auf den Fotos, ich habe Pfeife geraucht, Micha hat Pfeife geraucht und wir haben uns gegenseitig fotografiert. Also die Fotos sind gigantisch. Also man kann sie sofort in einen Katalog nehmen für Zigarren oder für Pfeifentabak und die werden eine sehr gute Figur machen. Oder wir fotografieren zum Beispiel Getränke. Wir haben jetzt nichts Spezielles gemacht, also wir haben Cocktails bestellt, diese Cocktails fotografiert und ja, also die sehen auch aus wie aus einer Lifestyle-Zeitschrift. Dafür sind auch diese Objektive da. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe mal ein Review gemacht über auch Sigma Art Objektiv 105 1,4, also 105 mm 1,4 Art Serie. Ja. Und dieses Objektiv hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir das Ding. Das habe ich mir auch gekauft und ich nutze es tatsächlich. Ich nutze es nicht immer, aber wenn ich weiß, ich möchte hochwertige Personenfotos machen oder ich möchte Lifestyle-Fotos machen, Fotos für Schmuck, für Getränke, für andere Lifestyle-Artikel, also da arbeite ich mit diesem Objektiv sehr gut. Ja? Und hier das Gleiche. Dieses Objektiv werde ich jetzt mir nicht kaufen, aber Micho hat schon gesagt, also der hat großes Interesse, der wird sich das wahrscheinlich holen, ja? Weil ich weiß, also der war schwer angetan von dieser Linse. Jetzt ist die Frage, wie ist es am besten mit so einem Objektiv zu fotografieren? Wir haben Blende 1,8. Also mit offener Blende kann man natürlich sehr gut fotografieren. In Kombination mit Augensteuerung von Sony Alpha 7 Mark III oder Alpha 7 R Mark III, mit der ich arbeite, kann ich zum Beispiel wunderbar jetzt Fotos von Olga machen und von Micho, wie sie da gerade stehen und mich filmen. Ja, also das kann ich sehr gut machen. Aber das Problem ist, die Augen sind dann scharf und alles andere ist unscharf. Das ist die Blende 1,8. Ja? Also ich versuche es nochmal und ich sehe ganz genau, okay. Also ich kann auf die Augen fokussieren, die werden auch erkannt. Aber ihr seht auch auf dem Foto, ja, okay. Also damit können wir nicht viel anfangen, weil Schärfebereich sehr kurz ist. Deshalb bei diesem Objektiv würde ich auf jeden Fall empfehlen, nehmt Blende 2,5. Nehmt Blende 2,8. Bokeh läuft euch nicht weg. Also es bleibt dort trotzdem sehr schön, ja? Aber ihr habt größeren Schärfebereich. Dann haben wir natürlich also mit dieser Abblendung bessere Leistung. Ja, und das ist der Punkt. Warum haben wir dann 1,8? Also 1,8, das ist natürlich Anfangsblende. Wir können damit arbeiten, aber speziell für Porträts würde ich das nicht unbedingt nehmen. Ich würde abblenden 2,2, 2,8. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wenn wir ästhetische Fotos machen von zum Beispiel Uhren, Schmuck und so weiter, also das ist kein Makroobjektiv, aber trotzdem, wenn ich jetzt so gucke, ja, also ich kann sehr nah fokussieren, sehr nah einstellen. Also für solche Details ist das natürlich sehr gut. Oder ich fotografiere zum Beispiel Getränke, schöne Flaschen, Zigarren, Whisky. Oh. Olga, wir gehen jetzt was trinken, ja? Also, dann kann ich natürlich mit solchen Objektiven einen Blumentopf gewinnen. Ja, so sieht das aus. Was haben wir hier für Einstellmöglichkeiten beim Objektiv? Also, wir haben auf jeden Fall Autofokus und manueller Fokus. Dann haben wir drei verschiedene Fokussierungsbereiche. Also, wir haben Fokus Full, ja? Dann haben wir 1,5 bis unendlich und wir haben 0,87 bis 1,5, das ist quasi der Naheinstellungsbereich. Und wenn ich jetzt hier, also Olga ist jetzt in kurzer Entfernung, wenn ich so fokussiere, dann geht das auf jeden Fall viel schneller, weil die Kamera muss nicht so viel rumlaufen. Also die Linsen, die in der Kamera drin sind, die müssen sich nicht so viel bewegen. Das heißt, wir haben Fokus auf einen bestimmten Bereich gelegt und die Linse hat nicht so viel Spielraum, hat nicht so viel Work und deshalb geht Fokussierung natürlich schneller. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt auf Full und sage, da ist irgendwas im Hintergrund, dann wunderbar. Ich kann damit natürlich auch sehr schön fotografieren. Aber wenn ich das unterteile hier auf diese Fokusbereiche, dann bin ich absolut auf der sicheren Seite, dass ich schneller reagieren kann. Ja, jetzt habe ich viele Lobeshymnen für dieses Objektiv gesungen oder geschwärmt. Ja, jetzt mein Fazit. Wer braucht das? Ein Fotograf, bei dem Budget vielleicht nicht ganz so locker ist, würde ich sagen, nein, ihr braucht das nicht. Ein Fotograf, der speziell im Lifestyle-Bereich arbeitet, Personen fotografiert, Business-Fotos macht, oder zum Beispiel hochwertige Tierfotos macht, ja, das ist auf jeden Fall das, was man nehmen kann.
oder speziell Fotografen, die sich spezialisieren auf Juwelier- und Schmucksachen, auch. Also damit könnt ihr wunderbar arbeiten. Zur Warnung, das ist kein Makroobjektiv. Ja, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt aus der Nähe auf 2 cm, das geht nicht. Also hier gibt es eine Naheinstellungsgrenze und diese Naheinstellungsgrenze ist fast 1 Meter, also da kommt er nicht näher. Ja, so viel dazu. Das ist eine schöne Linse, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Linse zu testen. Vielen Dank an Sigma für zur Verfügungstellung. Ja, und ich werde weiter verfolgen, was Sigma und andere Hersteller so produzieren, speziell für Sony Alpha Serie. Das war's für heute. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Like, teilt das Video mit Freunden, mit Verwandten, mit Oma, abonniert unseren Channel, lasst Leute abonnieren. Ja, wir freuen uns, wenn wir neue Leute bekommen, die unsere Videos anschauen. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann schaut bitte bei uns im Shop vorbei. Wir haben verschiedene Videos zum Thema Fotografie, wie man richtig fotografiert, wie man Motive wählt, wie man verschiedene Brennweiten einsetzt, Kameraeinstellungen und so weiter. Wir haben Videos zum Thema Bildbearbeitung in Photoshop, in Lightroom. Wir haben Presets auch für Photoshop und für Lightroom, mit denen ihr eure Bilder schneller und effektiver bearbeiten könnt. Und wir haben verschiedene Aktionen für Photoshop. Also in Lightroom gibt es keine, aber für Photoshop haben wir verschiedene Aktionen. Auf jeden Fall schaut bitte bei uns im Shop vorbei, es lohnt sich. An dieser Stelle sage ich jetzt Tschüss, seid brav, macht hübsche Bilder, fotografiert mit Bokeh, weil es schön ist und wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dahin, alles Gute, grüßt Oma, ciao.